Hallo liebe Leute, das erste Video auf meinem neuen kleinen Computer. Ich habe mir eine Cube gebaut, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Und natürlich hätte ich gerne die Sachen gefilmt, wie ich das Ganze zusammengebaut habe, wo ich meine Schwierigkeiten hatte, was ich gut hinbekommen habe. Aber ich habe mich letztendlich doch entschieden, das Ganze mit einer, ja, ich sag mal, ich zeige euch das kurz. Ich habe quasi den Cube-Rechner zusammengebaut, ne? Und habe währenddessen die ganze Zeit Fotos geschossen. Das heißt, ich kann euch heute eine richtig schöne Bildershow, Diashow präsentieren, um euch das Ganze ein bisschen vorzustellen. Und ja, dann fangen wir am besten mal an. Motherboard auf die eine Seite von dem Case geschraubt. Ja, wunderbar, sitzt ganz gut. Mini ITX, es ist wirklich extrem klein. Also ich hätte es nicht gedacht, ich habe sowas noch nie in der Hand gehalten. Und es ist wirklich ein Pups. Also es ist unfassbar, dass da die ganze Technik doch noch drauf passt. Das hat mich wirklich beeindruckt, auf jeden Fall. Ach ja, natürlich, wenn ihr irgendein Bild euch zu schnell abläuft, dann einfach kurz auf Pause drücken, weil ich muss bisschen zügig durchgehen, damit es nicht zu langweilig wird. So, weiter geht's mit dieser komischen Blende. Die war ein bisschen blöd anzubringen. Ist die Blende für die Anschlüsse vom Motherboard. Und das ist extrem beschissen gewesen, weil beim Lion Lee das irgendwie nicht richtig reingepasst hat. Ich musste 10 Mal drücken, dann ist es wieder rausgegangen. Aber es ist auch einfach eine Fusselarbeit, eine blöde Arbeit. Und ich hatte es in vielen Gehäusen schon, wo diese Blende nicht richtig reingegangen ist. Ja, hier im Vergleich, der linke CPU-Kühler ist der Boxkühler, der mit dem 955 Phenom dabei war. Und der rechte ist der Big Shuriken, den ich mir bestellt hatte. Von unten, ja, das Ganze wollen wir jetzt montieren. Der CPU, der Phenom 2, den habe ich einfach, ja, montiert, ist klar. Ne? Man kann auf dem kleinen Pfeil hier unten ganz gut sehen, wie es reinpasst. Hebel runter, fertig. Wärmeleitpaste drauf. Da war glücklicherweise die Wärmeleitpaste bei dem Lüfter dabei, bei dem Big Shuriken. Weiter geht's mit den Füßchen. Es gibt natürlich diverse Sockel, auf die der Big Shuriken draufpasst. Und es gibt eben auch ja, bestimmte Füßchen für den AM3-Sockel, für meinen Sockel. So sehen diese Füßchen aus. Das Ganze war hier ein bisschen eng mit dem Kühlkörper und diesem Schalter, den man hier rüberlegen muss. Aber es hat auf jeden Fall gepasst. Wunderbar. Hier sieht man den Abstand, wie gering der war. Das sieht man gleich noch besser. Hier der RAM. Und hier von der Seite. Der Kühler sitzt drauf. Die Füßchen muss man quasi hier drüber stülpen über diesen Plastikding, was auf dem Motherboard festgeschraubt ist, über diesen Plastikrahmen. Und dann dreht man diesen Schalter nach links, beziehungsweise ich glaube nach rechts. Der war vorher hier nach rechts und dann ist das Ganze sicher drauf. Aber es ist natürlich sehr eng, wie ihr sehen könnt. Wenige Millimeter nur bis zum RAM und wenige Millimeter nur bis zum Kühlkörper für den Chipsatz. Also es ist wirklich extrem eng. Ihr seht es nochmal aufgeschraubt. Auf dem Case, ihr seht hier unten diese kleinen Füßchen, die auf der einen Seite des Gehäuses sind, um das Gehäuse eben drauf zu, um das Motherboard eben drauf zu schrauben. Ja, hier nochmal von der Seite, von hinten die Frontanschlüsse, von rechts. Also ihr seht, das Ganze ist ein enges Ding, aber es passt wunderbar drauf. Weiter geht's. Mit dem System-Panel-Anschlüssen. Das sind quasi die Anschlüsse vorne am Gehäuse für euren Ausknopf, für euren Reset-Knopf, für das blinkende Lichtchen von der Festplatte. Diese Dinger muss man anschließen. Hier ist eine kleine Anleitung natürlich in dem Handbuch enthalten. Das hat auf jeden Fall gepasst. Ihr seht hier unten neben dem SATA sind die Anschlüsse und ich habe das Ganze ein bisschen zusammengebunden. Auf dem nächsten Bild sieht man es zusammengebunden und ein bisschen unter das Motherboard gesteckt, damit das schön, ja, damit die Kabel da nicht so rumfliegen, schön an die Wand gepresst, sage ich mal, an die Seite gepresst. Weiter geht's mit der Grafikkarte. Da muss man erst hier so einen kleinen Bolzen lösen. Das sieht man gleich. Die Grafikkarte passt wunderbar rein. Unfassbar. Da ist sogar noch richtig, richtig viel Platz nach hinten. Ja. Also die GTX 260 passt da einwandfrei rein. Ihr seht hier durch die Brücke. Wunderbar. Das passt. Hier sehen wir nochmal den Bolzen, der da drauf gemacht wird, damit die Schrauben geschützt sind von der Grafikkarte. Damit das alles so ein bisschen befestigt ist. Und nochmal von hinten. Ja, jetzt das Netzteil habe ich euch schon erklärt. Der Rahmen, der wird hier angeschraubt an das Netzteil und dann kann man das Ganze einfach so reinschieben. Aber es war problematisch, denn ich wollte es reinschieben und merke, warum funktioniert das nicht? Ich drücke es da rein, es funktioniert nicht. Nein, es lag an diesen blöden Aufklebern von Corsair. Diese Aufkleber sind nämlich 1 Millimeter dick und diese 1 Millimeter, die reichen beim Lion Lee Gehäuse nicht, um das Netzteil reinzubekommen. Natürlich, ich die Aufkleber abgepellt, war ein bisschen blöd, weil man hier natürlich diese Rückstände sieht, aber das war mir dann auch scheißegal. Dann hat auf jeden Fall alles reingepasst und so sieht das Ganze aus, wenn es drin ist. Ja, aber jetzt müssen natürlich die ganzen Kabel noch da rein. Hier habe ich versucht, den Abstand zwischen Netzteil und angebrachten CPU-Lüfter zu fotografieren, weil es natürlich sehr interessant ist.
Weil man kann natürlich auch größere Lüfter da reinbauen. Also ich würde behaupten, das Ganze sind ungefähr 5 cm. Hier fängt das Netzteil an und ungefähr hier müsste der CPU oder der Big Shuriken sitzen. Das heißt, es sind 5 cm noch Platz nach oben. Ich sag mal, bis zu 2-3 cm größer hätte der Lüfter sein können. Und dann hätte es noch reingepasst, aber 5 cm, dann stößt es direkt ans Netzteil. Dann ist natürlich die Kühlung für den Arsch. Deswegen der Big Shuriken hier eine gute Wahl. Natürlich hier mein episches Bobo-Lineal. Hier für euch extra auch nochmal auf dem Foto drauf. Hier sieht man es noch ein bisschen genauer, aber wie gesagt, 5 cm. Weiter geht's mit den Stromanschlüssen. Ja, gut, 24er Pin, das ist Standard, aber dieser 4er. Dieser 4er habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe an meinem scheiß Netzteil keinen 4er Anschluss, ja. Und ihr seht schon, das ist ein 8er und ich dachte die ganze Zeit, ein 8er, egal, ich steck's einfach drauf. Problematisch war das hier, dieser kleine Transistor oder was das ist hier, dass das blockiert hat. Das heißt, ich konnte es nicht draufstecken und ich habe einfach nicht gerafft. Leute im Forum haben mir geschrieben, Yannick, das sind 2x4 Anschlüsse, die kann man in der Mitte kappen. Das heißt, hier könnte man die knipsen und dann hätte man 2 Vierer. Und ich habe es nicht gerafft und habe mir gedacht, wollte mich verarschen. Auf caseking.de gegangen, mir eine neue bestellt, einen neuen Adapter bestellt, bis ich dann endlich gemerkt habe, scheiße, dieses blöde Teil kann man doch knicken. Ja, und dann habe ich die caseking-Bestellung wieder rückgängig gemacht. Das war okay. Deswegen hier einfach geknickt, 4er rein. Hier die Kabel, die überschüssig sind, die ich nicht brauche. Dazu später. Das sind die Kabel, die ich brauche. Zweimal Strom für Grafikkarte, dann SATA, also für meine Festplatten. Und hier die Frontanschlüsse. Hier sieht man nochmal, wie ich die Grafikkarte angeschlossen habe. Erstmals hatte ich das Ganze hier hinten unter die Grafikkarte geschoben, die Kabel, weil natürlich hier der Lüfter ist, der muss frei bleiben. Aber ich habe mich dann doch anders entschieden. Dabei bin ich geblieben. Das 24-Pin-Kabel, was sehr, sehr schwer zu biegen ist, habe ich mir so rumgebogen um den Alpenföhn herum, damit der Luftstrom nicht beeinträchtigt wird. Ihr seht sie ganz gut. So ist es drin. Hier oben verläuft es und dann ist hier alles wunderbar frei. Hier unten auch, ihr seht's. Hier unten ist alles frei für den Luftstrom, da sind keine Kabel. Jetzt natürlich den Frontaudio angeschlossen. Ihr wisst ja, bei eurem Gehäuse daheim wahrscheinlich auch vorne sind Audioanschlüsse, die müssen wir jetzt anschließen. Die habe ich hinter dem, die GFD fangen hier an, habe ich hier einmal rumgelegt und dann hinter dem Festplattenkäfig wieder hervorkommen lassen und dann unten links am Motherboard angeschlossen. Hier sieht man es nochmal ganz gut. Von oben die Grafikkarte nochmal mit den ganzen Kabeln. Dann natürlich die Front-USB 3.0. Schade ist, dass auf meinem Motherboard kein 3.0 direkt auf dem Board drauf ist für die Frontanschlüsse. Das heißt, ich muss einen Adapter installieren, damit ich 3.0 auf 2.0 rüberkriege. Das habe ich auch getan. Hier sieht man es ganz gut. Hier ist dieser Anschluss. Das ist jetzt USB 2.0 und den kann ich jetzt anschließen auf meinem Motherboard. Hier nochmal, der Noise-Blocker wird hier nicht gestört von irgendwelchen Kabeln. Das war natürlich auch sehr wichtig. Hier sieht man, wie ich die USB 2.0 hier, der Adapter angeschlossen habe. Ja, und so sieht das Ganze von oben aus. Erstmal für den Anfang doch mal nicht schlecht. Ich habe hier ungefähr 30 Tonnen sinnlose Kabel, die ich nicht brauche. Viele von euch, die sich ein bisschen auskennen, werden jetzt natürlich lachen. Aber ich habe mir viel Mühe gegeben auf jeden Fall. Das Ganze sollte sich aber noch ändern. Es sollte sich komplett drehen. Denn hier nochmal kurz ja, die Grafikkarte mit den ganzen Kabeln. Der Lüfter ist frei. Da sind keine Kabel drin, damit der Luftstrom nicht blockiert wird. Hier nochmal kurz der Luftstrom oben, dass er frei ist und an der Seite auch. Da sind gar keine Kabel in der Mitte, aber ich habe halt noch richtig viele überschüssige Kabel. Es sollte sich ändern, denn nachdem ich die Festplatten eingebaut habe, den Festplattenkäfig eingesetzt hatte, so sieht es aus, oben SSD, unten SATA, habe ich gemerkt, ich will kein DVD-Laufwerk, sondern ich will eine Lüftersteuerung. Alles klar, Lüftersteuerung bestellt bei caseking, hat alles wunderbar geklappt. Natürlich muss vorne die Blende raus, die Blende für das DVD-Laufwerk. Jedes Case hat auch so eine komische Blende, die kann man normalerweise einfach rausroppen, aber bei Lion Lee, da ist die verschraubt. Das Problem ist, dass sie auf beiden Seiten verschraubt ist, das heißt auf dieser Seite und auf der anderen Seite. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die linke Seite von meinem Case, da ist ja das Motherboard draufgeschraubt und ich habe schon die Grafikkarte installiert und schon alles installiert. Das heißt, um das Case auf der linken Seite zu öffnen, muss ich alles nochmal komplett auseinanderschrauben, weil ich ja natürlich sonst, das Motherboard ist ja auf dem Case drauf und ich kriege das ja nicht ab, wenn die Grafikkarte draufsteckt und mit dem Case verbunden ist hinten. Das war ein bisschen beschissen, da musste ich alles komplett nochmal auseinanderbauen, war aber gar nicht so schlecht, denn ab jetzt wird es von der Ordnung her ein bisschen besser. Die Teile auseinandergeschraubt, hier noch ein paar Schrauben, da noch ein paar Schrauben, da fliegt mir auch schon diese komische Blende entgegen, egal. Weggeschmissen. Das ist eine leichte Mechanik, die geht halt schnell kaputt, was soll's. Brauchen wir nicht. Ja, jetzt die Lüftersteuerung installiert.
Die sehen wir später nochmal. Von hinten hier die Lüftersteuerung. Hier seht ihr, dass ich hier den Noise-Blocker angeschlossen habe, hier oben. Und dann noch ein bisschen verdrahtet habe. Hier zwei Tesastreifen, weil diese blöden Kabel nicht zusammengehalten haben und ich zu dem Zeitpunkt noch keine Kabelbinde hatte. Hier oben das Ganze ein bisschen mit diesem, mit so einem Draht festgemacht. Hier sieht man ganz gut, dass ich den CPU-Lüfter schon angeschlossen habe, dass ich hier, wie gesagt, den Noise-Blocker angeschlossen habe und die drei Temperaturfühler rausgetan habe. Die Lüftersteuerung hat drei Temperaturfühler, diese Kabel kann ich in mein Gehäuse legen und dann können die eben die Temperatur an diesem Punkt anzeigen. Ja, so sieht das Ganze von oben aus. Ohne Grafikkarte musste ich ja natürlich rausbauen. Hier nochmal. Hier seht ihr, wie ich die HDD-LED angeschlossen habe, hier an der Seite runtergelegt, hier hinten unter dem Festplattenkäfig und dann da dran geschlossen. Das heißt, auch an der Lüftersteuerung kann er jetzt die Festplattenaktivität zeigen. Hier sieht man jetzt den ersten Temperaturfühler, den ich am CPU installiert habe. Ihr seht hier oben, habe ich mir so ein kleines Dinger gekauft, die kann man oben dran wappen, dann kann man das mit Kabelbinder befestigen. Die habe ich hier unten hingelegt und einfach dann den CPU-Fühler für die Temperatur einfach in den Kühlkörper gesteckt. Natürlich ist es nicht optimal, aber besser geht's, glaube ich, nicht. Wenn doch, gib mir bitte Tipps. Natürlich gerne, nehme ich die gerne an. Wie gesagt, hier einfach reingesteckt. Weiter geht's mit dem Temperaturfühler für den vorderen Bereich, für den Festplattenkäfig und für den Noise-Blocker-Lüfter. Um da ein bisschen die Temperatur abzutasten, habe ich das Ganze hier installiert. Hier oben das Ganze dahinter, hinter die Lüftersteuerung gedrückt, die Kabel. Und dann hier entlang geführt und, ja, wie gesagt, hier den Fühler installiert. Und den VGA-Fühler, also das heißt den Grafikkarten, die Grafikkartentemperatur so ein bisschen auszulesen, habe ich das Ganze, hier sieht man es ganz gut, hier abgebunden, hier runtergelegt, über den Noise-Blocker entlang, dann da unten am Boden befestigt und letztendlich hier unten an die Grafikkarte geklebt. Das ist aber nicht perfekt. Da bräuchte ich vielleicht auch nochmal Tipps von euch, wie ich das Ganze, wo ich das befestigen soll, weil hier die Temperatur zwischen dem Fühler und dem oberen am Festplattenkäfig ist eigentlich immer gleich. Da brauche ich auf jeden Fall nochmal Tipps, wo ich den Fühler denn an der Grafikkarte irgendwo anbringen kann. Jetzt hier Festplatten reingeschoben, SATA-Stecker reingemacht, bam bam, hier festgebunden. Und dann sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Hier unten die USB-Adapter habe ich auch am Case unten festgebunden, weil die lassen sich dermaßen blöd verlegen, habe ich alles festgebunden. Wie gesagt, hier bin ich geblieben dabei, den 24er und den 4er Strom am Noise-Blocker entlang zu legen. Ja, und dann sieht das Ganze eigentlich schon ganz gut aus, oder? Klar, es ist ein bisschen wirrwarr, aber ich habe eigentlich alles gut festgebunden. Hier sieht man auch das erste Mal jetzt die überschüssigen Kabel, die ich nicht brauche. Natürlich ist das Netzteil nicht perfekt 1A, super, passt nicht perfekt zu dem Mini-ITX, aber das ist mir egal. Die übrigen Dinge habe ich weggebunden, die liegen über dem Noise-Block-Lüfter, über dem Noise-Blocker habe ich die hingebunden. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Von oben, fertig. Wunderbar. Auf der einen Seite hier nochmal, ihr könnt hier auf Stopp drücken, wenn ich euch zu schnell bin. Und auf der anderen Seite das Netzteil. Von unten, von hinten und dann letztendlich von vorne. Ich habe hier oben das Gitter rausgeschraubt und oben dran gebracht, weil ich mir gedacht habe, wenn man mal so blöd ist und irgendwas da drauf stellt oder vielleicht ein Blatt hier vorne hinlegt und dann nach hinten schiebt, aus irgendeinem Grund einfach irgendwas ablegen, dann wird man immer daran erinnert, oh scheiße, da ist ja dieser blöde Lüfter, den darf ich ja nicht blockieren, sonst gibt es einen kleinen Hitzestau. Deswegen habe ich mir das Ganze außen hin montiert, weil man dann irgendwie besser daran erinnert wird. Und ich finde, es macht trotzdem von der Optik auf jeden Fall was her. Wir sehen hier die Lüftersteuerung, das sieht aus wie ein CD-ROM-Laufwerk, aber tada, ich kann es ausklappen und dann ist das so eine kleine Bling-Bling-Lüftersteuerung. Ich zeige euch die auf jeden Fall nochmal im Video. Ist ein bisschen kitschig, aber hat Stil, also geht schon klar. So, ich brauche so ein bisschen PIMP-Effekt, das geht schon. Also, ich muss mich noch dran gewöhnen. Ob ich das letztendlich dann doch ausbaue, ist die Frage. Aber bisher ist es eigentlich ganz cool. Hier nochmal von der Seite. Mein schöner Cube auf meinem Schreibtisch, beziehungsweise auf meinem Schrank. Und hier nochmal mit ausgeklappter Lüftersteuerung. Tada, das ist die Lüftersteuerung. Und dazu kommen wir auf jeden Fall nochmal später. Das war es soweit. Von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kurze Video. Es ist doch 15 Minuten lang geworden, aber es gibt natürlich auch wie immer relativ viel zu sagen. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht für diesen Einbau. Ich habe versucht, alles zu perfektionieren. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie mir doch. Das ist kein Problem. Gerne nehme ich eure Verbesserungsvorschläge an. Ich bin nämlich auch nicht perfekt, aber ich fahre jetzt mal sofort. Jetzt geht es nämlich richtig rund. Jetzt geht es ans Andervolten, jetzt geht es an Temperaturmessen, an die Benchmarks und an alles. Und dazu kommen auf jeden Fall natürlich auch noch Videos. Haut rein, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.